Servus, grüßt euch. Jetzt wird Geschichte geschrieben und das mit euch zusammen. Ich werde den Stahlbau und den Holzbau in Alpland revolutionieren, denn was bringt uns die coolste und schnellste Modellierung, wenn wir es am Schluss nicht auswerten können, mit einem Report, mit einer Vorfilterung? Genau, gar nichts. Vielleicht wissen es einige wissen es nicht. Ich biete eine Dienstleistung an, die nennt sich Engineer Guide oder Ingenieur Guide. Das heißt, ich nehme über Teams Kontakt zu euch auf oder zum Ingenieurbüro. Da haben wir eine eigene Gruppe und dann werden mir Fragen gestellt und die beantworte ich ad hoc über Screenshots. Und da geht es über Workflows, da geht es um Planzusammenstellung, Beschriftungsbilder, Attribuierung, BIM, der Bauwerkstruktur, Gebäudeaufteilung, Workflows, Funktionen, neue Funktionen lernen, Herangehensweisen, wie kann man schnell etwas umsetzen. Und da glaube ich, bin ich ziemlich tief drin in Alpern und kann sehr schnell helfen. Aber darum geht es jetzt gar nicht, aber das ist indirekt damit verbunden, denn mit meinen Ingenieurguide-Kunden revolutioniere ich jetzt in diesem Moment gerade den Ingenieurbau, indem dass ich sage, Holzbau, Stahlbau muss erneuert werden oder verbessert werden oder da muss noch ein Package oben drauf. Ihr habt bestimmt auch Bock drauf, dass ihr einfach die Kilomassen von Stahl rausbekommt oder von Holz oder von Wänden und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, alles über einen Report, über eine Liste. Und die habt ihr sogar schon bereits. Das ist nämlich die Sappatz-Mengenmittlung. Glaubt ihr nicht? Ich zeig's euch mal. Also, ich habe hier etwas vorbereitet von einem Ingenieurguide-Kunden. Und genau. Jetzt werte ich einmal mal hier das hier aus. Und wir sehen die Einbauteilliste. Und wie wir sehen, hier ist nichts drin. Einbauteile, Montageteile oder gleichwertig. Okay. Schauen wir mal. Aha, jetzt ist Montageteile. Hier haben wir Bolzen, Anker, Schrauben drin. Coole Sache. Nicht Platzhalter. Gitterrost. Ach, da haben wir auch was drin. In Quadrat, in Fläche. So wollten sie nämlich die Ingenieurguide-Kunden. Und genauso können wir es jetzt ausgeben. Stahlbauprofil. Aufgeteilt in Kleinbauteilen und Profilstahl. So Verbindungsstücke und so. Und haben hier einfach die Massen. Und hier ist ja auch nicht mehr Einbauteil oder gleichwertig oder sowas, sondern hier steht jetzt einfach Stahlbauprofile, Mengenliste. Bomben toll. Und jetzt sagt sie, ja, Hersteller brauchen wir nicht. Ja, dann blendet man halt einfach aus. Ihr nehmt keinen Plantext, ja, dann blendet man es halt einfach aus. Oh, ihr wollt es in Alpern absetzen? Ja, dann machen wir den A4-Export und das Logo weg. Dann setzt ihr halt das in Alpern ab. Ihr wollt noch eine Darstellung davon haben? Dann habt ihr halt hier durchklickt die 3D-Darstellung. Hier wird gerade Geschichte geschrieben und ihr habt es auf jeden Fall einen guten Grund, hier mitzuwirken. Und deswegen möchte ich euch davon überzeugen in einem Webinar. Das ist natürlich alles kostenfrei, ihr könnt euch anmelden, Beschreibung ist im Link und dann könnt ihr euch mal anhören, was ihr alles für Vorteile vom Ingenieurguide habt und es ist wirklich so kostengünstig, eigentlich darf man gar nicht Nein sagen und außerdem sind wir eine Community, wir wollen was verbessern und wer visionär ist, also Visionäre sind sowieso immer willkommen, wer eine Vision hat, etwas zu verbessern, der ist genau bei mir am richtigen Platz, wer seinen Bürostandard erneuern will, aufpeppen will oder da irgendwas braucht, ja, Ingenieurguide, ich sag's euch. Kommt rein, meldet euch an, wir sehen uns, es sind ein paar Termine drin, ich werde die wahrscheinlich noch aufstocken und ja, dann würde ich mich freuen und jetzt kommt die Endcard. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Alplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich. Ein Ritterschlag für mich, auch abonnieren und die Glocke aktivieren.